einen wunderschönen guten Tag. Wir nehmen euch mal wieder mit. Haben euch ja lange nicht mehr mitgenommen, aber jetzt machen wir mal wieder eine Unternehmung. Und da dachte ich, weil so viele Fragen, nehmen wir jetzt mal die Kamera wieder mit. Wir haben 25 Grad und wir gehen auf den Fußballplatz. Dabei wäre eigentlich Schwimmbad, glaube ich, besser. Aber ja, wir schauen einem Freund zu, der ziemlich gut spielt. Der junge Mann wurde von einem Talentscout entdeckt und ja, da gehen wir einfach mal zu einem Fußballspiel von ihm, was hier nämlich ganz in der Nähe ist. Wir kennen ihn nämlich ziemlich gut und schauen einfach mal ein bisschen zu. 27 Grad zeigt es jetzt an. Oh ja, in der Sonne ist es auch tatsächlich so heiß. Die Mama von dem Bub ist auch da und wir bringen jetzt erstmal einen Eiskaffee vorbei. Yeah. Bei der Hitze, oder? Eis geht doch immer. Richtig, Hessebub? Wir haben hier eine Eisdiele gefunden und da holen wir jetzt mal einen Eiskaffee. Sieht auf jeden Fall schon mal alles super lecker aus. Zwei Becher. Einmal zwei Kugeln. Die haben weiße Schokolade mit Brezel drin. Das habe ich schon nie gehört. Na, ist das ein geiler Eiskaffee oder ist das ein geiler Eiskaffee? Boah, da sind so viele Eiskugeln drin. Oh, lecker. Genau. Und du hast ein blaues Eis und das bringen wir der Mama von dem Profifußballer mit. Jetzt sind wir mal gespannt, ob wir das finden, aber bestimmt, das Navi kriegt es schon hin. Da waren wir nämlich noch nie. Na, sag mal, das Navi schickt uns hier ständig falsch rum. Ich hoffe, dass wir jetzt richtig sind. Auf jeden Fall, jetzt müssen wir hier durch. Sieht ja schon mal cool aus. Steht da ja. Okay. Also, oh, da ist doch die Straße. So, jetzt sind wir hier in irgendeinem Wohngebiet. Das ist die Adolf-Reichwein-Schule. Und da vorne ist voll das Verkehrschaos. Also wir mussten hier draußen parken. Haben aber zum Glück was bekommen. Hauptsache der Eiskaffee bleibt schön kalt. Der ist wunderbar. So, jetzt sind wir gleich da. Jetzt hier über diese Brücke. Ich weiß gar nicht, was das hier für ein Bach ist. Okay, komm, Hessebub. Da hinten sind so Zelte und also Hüpfburgen aufgebaut. Ah, genau. Okay. Mal gucken, vielleicht sind da die Kinder, die gerade nicht dran sind. Mal gucken, wo die Moni ist. Wird die hier irgendwo finden? So, hier wird gekickt. Gleich geht's weiter. So, jetzt Viertelfinale. Ja, es ist 1-0. 1-0 für eure Mannschaft. Jojo, eben gerade. Gleich sofort beim Anpfiff. Jetzt ist Frankfurt Höchst. Die Roten sind Frankfurt Höchst. Und die Schwarzen Rosenhöhe. Offenbach. Ja. 2-0. Geil. Mega. Hier, der kleine Flitzer hier. Gut. Super. 3-0 für Offenbach. Ja. Voll gut. Ey, die spielen echt gut, die Kinder hier. Emir, super, das 5-0 gemacht. Hier die Offenbacher, die machen hier echt das Feld. Yes. Die Roten sind höchster nach wie vor. 0 Tore. 5 Offenbach. Oh, das gab fast ein 6. 5-1. Offenbach ist beide. Hessebub isst ein paar Nuggets. Schmeckt's? Ja. Unsere Mannschaft ist dritter geworden, die wir angefeuert haben. Alle haben toll gespielt, wirklich super. So, das Turnier ist zu Ende. Erlensee ist Nummer 1 geworden. Haben echt gut gespielt. Unsere Mannschaft, die wir da angefeuert haben, ist dritte geworden. Sehr schön. Es ist 18.30 Uhr fast und jetzt gehen wir mal nach Hause, beziehungsweise noch einkaufen. Es ist richtig warm noch. Ordentlich, würde ich sagen. So, jetzt fahren wir hin durch die Allee und gehen noch einkaufen und wünschen euch noch einen schönen Abend. Morgen geht's wählen und ja, wünsche euch was. Bis dann!